Hi ho und willkommen zurück. Monster Hunter 3. Im Hintergrund werden wir schon richtig doll bejubelt und wir tanzen natürlich, weil unser Heldenruhm sich schon rumgesprochen hat. Denn wir haben jetzt schon Frauen am Start. Hallöchen. Und hallo. Ich mache heute mit. Und die nächsten Male wahrscheinlich auch. Ja, das ist die Kisara, die uns jetzt ab sofort, da ja uns der nette Draken oder auch Vana verlassen hat, einfach mal so weg aus dem Land gezischt. Und er wollte uns nie wiedersehen. Nein, sind wir total traurig drüber. Nein, ich rede ihn mal nicht schlecht. Es ist ja, der Gute hat ja gute Ziele und Kontakt ist auch noch da und ist nett und, fluchenreich, ne? Wer die letzte Folge gesehen hat, weiß, was ich damit meine. Er flucht nämlich sehr viel und so. Das habe ich ja letzte Folge schon erklärt. Achso. Ja, ich habe mir das nicht. Nee, so. Ist ja auch noch nicht online. Die sehen die doch erst heute, die Menschen. Ja, weiß ich ja. So. Auf jeden Fall, wie man sieht, ne? Ganzer Ansturm hier. Richtig der Raum voll, die Bude brennt, volle Kanne. Die Katzen hier kommen mit dem Essen gar nicht hinterher, deswegen können sie mich mal gleich als erstes bedienen. Weil, wie wir schon gesagt haben, bin ich ja hier der King. König Martox. So, was esse ich denn jetzt? Wir warten jetzt eigentlich nebenbei nur, also Kisara und ich warten jetzt nur, dass sich vielleicht noch wackere Helden hier melden. Aber, das... Nimm mal das Himmelsbrot, oder hast du das noch nicht? Nimm mal Brot und Fisch. Brot und Fisch. Ja, hier, Schuppenfisch. Brot hab ich und den Schuppenfisch. Ja, und dann bitte auf Dünsten. Wieso Dünsten? Mach mal. Dann hab ich aber Verteidigung niedrig und Erheber hoch. Dann such dir was und ich bin schon erhaben. Ja, junge Dame. Okay, gut, lassen wir das. Schnell mal essen. Nom, 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 nom. Mann! War viel zu viel Grete drin. Fisch ist gut für die Gesundheit. Ja, merke ich. Und für die Lunge und Luftröhre. Naja. Egal. Wir haben jetzt beschlossen, also kurzerhand, wir fangen einfach mal an, ne? Richtig. Wir hoffen, dass natürlich noch einige dazustoßen. Und wenn nicht, dann nicht. Richtig, dann machen wir hier. Ach, Moment. Ach nee, ich kann ja noch... Ich fange jetzt einfach mal mit Kurupeko an. Ich kann ja Chacha noch anlabern, denn wir müssen Chachas Element ändern. Oder, ach nee, Chacha müsste noch... Hallo? Mit Chacha ist nicht gut Kirschen essen, ha? Huh? Okay. Chacha, Ich muss doch nicht erst abbrechen. Warte, ich probier mal kurz. Nee, ich weiß nicht, ob man ihn überhaupt anreden kann, so direkt. Ich hab mich damit noch nicht beschäftigt. Er sagt auf jeden Fall... Chacha, gerade beschäftigt. Chacha hat gesehen, dass du nicht alle Monster angreifst. Chacha versteht. Also macht Chacha Plan. Wenn deine Waffe ist nicht bereit, macht Chacha auch nichts. Okay, warum auch immer. Ja. Der kleine... Tüftler ist am Plan tüfteln. Dann öffne jetzt nochmal die Quest, dann können wir los. Oder kann man Chacha hier? Nee, hier kann ich auch nichts einstellen. Ich wollte Chachas Element ändern, aber. Das geht dann bestimmt nicht. Nur offline und. Ja, dann nicht. Ja, naja, er macht ja jetzt auch nicht so viel Schaden. Also, wenn er dann mitkommen sollte, weil du nicht alle Monster angreifst. Ja, und du bist übrigens. Ein schlechtes Vorbild für den Clan. Ja, ich weiß. Ich bin für jeden ein schlechtes Vorbild. und auf jeden Fall hier, damit die Leute das auch nochmal sehen. Ich habe nichts falsch gemacht. Ich bin auf, wie ich schon angekündigt habe, der Raumname ist Martox. Die Welt ist 03-Frei-C. Das ist das Einzige, was sich halt geändert hat. Weil dieses 03 freies Spiel oder so, es war nicht mehr machbar. Lobby sind für Lobby 6, wie auch gesagt. Spieler kann man 4. Steht ja da, 2 von 4 Spielern. Ziel ist alle und Kommentar ist Jagdzeit. Ja, das nächste Mal machen wir einfach eine Online-Session am Wochenende. Vielleicht liegt es einfach daran. Es ist ja jetzt mitten in der Woche. Wir wollen mal nicht so betrübt darüber sein. Ja, bin ich aber. So, du musst hier, ne? Ja, ich also. Weiß. Ich warte, dass du, ich warte einfach. Achso, das ist genau. Du wartest, ich dass das nicht ich so gut auf meinem kleinen Pad, ja? Du wartest darauf, dass ich eine zweite Quest öffne. Genau. Mensch. Ich sehe das nicht wirklich nicht so gut. Ja, man muss sagen, die Kisara und ich, wir sitzen beide in einem Räumchen zusammen. Und ich darf nur über mein Gamepad spielen. Und sie ist gezwungen, über ihr Gamepad zu spielen.
da wir von ärmlichen Verhältnissen stammen und einen Fernseher haben. Der riesengroß ist. Ja, und mein Aufnahmeprogramm, beziehungsweise mein Aufnahmegerät, benötigt leider einen Fernseher als Ausgang, denn auf dem... Ich plünder mal die Truhe. Jo, mach das. Denn auf dem PC zu spielen, würde einen, eine dreisekündige Verzögerung hinterlassen, was bedeutet, dass ich dann erst recht nicht die Monster mehr hauen kann, dass ich sogar noch schlechter spiele als sonst. So ganz brav nimmt sich die Kisara hier. Ich kürze sie mal ab und nennen sie ab sofort Ki. Ist auch deine offizielle Anrede, ja, ne? Ja, richtig, korrekt. Super. Denn die Ki nimmt sich ganz brav nur für sich selbst die Ration, was ja manche Spieler auch nicht machen. Manche sind ja auch so dreist und nehmen sich alles. Ja, ich glaube, das ist schneller. Also ich habe mir nur von jedem eins genommen. Eigentlich könnten wir beide ja zwei nehmen, da wir nur zu zweit sind. Ich habe mir auch von jedem zwei genommen, aber wahrscheinlich werde ich das nicht mehr brauchen. So, eigentlich sind wir ja gar nicht zu zweit, wir sind ja zu dritt. Wir haben ja hier den Kleinen dabei. Ich hätte meinen auch gerne dabei. Meiner traut sich wenigstens anzugreifen. Das ist nicht so ein schlechtes Vorbild. Mein Chacha hat nur Lampenfieber wegen der Online-Aufnahme. Er war noch nie online hier unterwegs. Er war zwar schon in den Aufnahmen mit drin, aber noch nie so. Ne, er hat dich noch nie gesehen, deswegen. Also wenn ich spiele, das Kurupekos Lieblingsstelle hier die Nummer 5. Ja, wir suchen einfach. Wir teilen uns auf, wir sind jetzt ja... Ich gehe nochmal zurück in die 2. Mach das und... Oh. Ich chill hier mal ein bisschen. In Wirklichkeit laufe ich nur vor ihm weg, vor Kurupeko, weil es viel zu stark für mich ist, wie wir alle wissen. Wie sieht's denn in 3 aus? Da habe ich es noch nie gesehen. Oh, ich sehe es. Ja, dann kommt. Allerdings ist es nicht so direkt da, es guckt mich von einem Felsen aus an. Okay, ich komme mal zu dir. Jetzt kommt es. Nur so seinen Schatten gesehen auf dem Boden. Oh, da. Ja, es landet direkt hier. Gut, ich habe leider keine Fallen dabei, sonst habe ich immer welche gehabt, aber dieses Mal nicht. Flatsch. Oh, verdammt. Hihi. So, und jetzt geballte Kraft darauf klatschen. Ich habe die Dings mitgenommen. Ich weiß nicht, ob du die auch mitgenommen hast, die simplen Schallbomben. Brauche ich nicht, denn mein tolles Jagdhorn kann das spielen. Nicht schlecht. Auch schnell genug? Nicht schnell genug. Das ist eigentlich egal. Als wenn das Vieh jetzt hier... Oh. Ich habe das heftigste Key-Monster angegriffen aus dem Spiel. So, auch nochmal jetzt für die Leute, die vielleicht zukünftig die Online-Aufnahme mitmachen wollen. Will ich hier nochmal kurz sagen, wir werden jetzt, das habe ich mit Ki kurzerhand mal so entschlossen, weil wir es einfach besser finden. Wir werden die Online-Aufnahme übrigens in einem Rutsch durchziehen. Das bedeutet, ich werde es nicht so machen wie in der Offline-Aufnahme, dass ich immer sage, hi ho und die Folge nach 20 Minuten beende mit dem Satz, so das war's, wir sehen uns das nächste Mal. Das werde ich nicht so machen. Ich habe es zwar bei Monster Hunter 3 getan, mit dem Drake noch, aber es ist zu umständlich, weil... Es ist einfach so, wir nehmen die Aufnahme jetzt komplett auf. Das heißt, es werden dann einfach Cuts mittendrin existieren, ohne Verabschiedung. Aber ich werde die so setzen, dass man vielleicht am Ende einer Quest immer eine Folge dann, also nicht, wenn die Quest nur 10 Minuten ging, dann natürlich noch eine zweite hinterher knallen. Aber so, dass immer, wenn eine Quest beendet ist, auch die Folge dann so geschnitten wird, dass ihr euch daran orientieren könnt. Wie gesagt, nur online. So, und Kurupeko fand den Satz schon wieder zu langweilig. Schon wieder viel zu viel gelabert, der Typ hier. Gesprochen. Deswegen. Gebiet 10. Ist jetzt auch nicht der Vogel der großen Worte. Er schreit lieber rum. Ja, er ist auch irgendwie dem Gruppenzwang unterlegen, finde ich, weil er ist total der Nachmacher. Er hat noch nicht mal ein eigenes Gebrüll. Ja, doch, bestimmt schon, aber irgendwie... Nein, hat er nicht. Nimm ihn nicht in Schutz. Hat er nicht. Er ist böse. Ganz doll. Ich meine, wozu hauen wir das Vieh denn? Es muss ja einen Grund haben, mich wegzuschmeißen und mich voll ins kalte Wasser zu werfen. Verzeihung.
Das glaube ich dir ja, nicht. Damit muss man rechnen als Jäger. Das ist das Berufsrisiko. Das ist die, die Gage, die man nicht kriegt hier. Wie heißt das nochmal? Gefahrenzulage. Die wir hier nicht ausgezahlt kriegen im Monster Hunter. Na doch, obwohl eigentlich schon, ne? Weil die Gefahrenzulage sinkt ja eben jedes Mal, wenn wir sterben. Ja, weil eigentlich sind wir dann ja schon tot gewesen. Deswegen wird die Gefahrenzulage dann abgezogen, weil die Leute sich denken, der lebt ja noch! Das ist ja total geschummelt. Ja. Gut getroffen gerade. Ich wollte voll hier meinen Langschwert-Move rausholen. Genau den. Da hat sich auch schon verkrochen. Ja, das doofe. Ja, der liebe kleine Kerl. Wir haben hier nämlich gerade, weil, wie man vielleicht ja schon bemerkt hat, oder was ich mal hoffe, was viele schon bemerkt haben, wir haben ja weiblichen Besuch, da dürfen wir so kleine, niedliche Viecher nicht beleidigen. Doch schon, wenn sie so hässlich sind wie Chacha. Oh Mann. Okay, Leute. Alle anderen weiblichen Zuschauer, falls es welche geben sollte, es tut mir leid, wenn ihr euch jetzt geschockt fühlt und denkt, was? Chacha ist doch niedlich. Nicht jeder sieht das so. Ich persönlich finde Chacha ja so ein Mittelding. Ich finde es jetzt nicht niedlich und ich finde es jetzt auch nicht so oberhässlich. Es ist halt so Durchschnitt. Ich wollte gerade wieder fies sein, aber ich lasse es. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, Capcom hat sich so ein bisschen selber ans Bein gebullert, da sie die Fatlines weggemacht haben und die Chakalakas eingesetzt haben, mit den Katzen unterwegs zu sein, fehlt mir. Ja, ich ehrlich muss auch sagen, ich fand's witziger, du konntest ja, glaube ich, den Katzen auch Rüstung geben. Ja. Chacha kannst du ja nur Masken geben. Und, ich meine, die ein oder andere ist vielleicht schon putzig oder niedlich oder auch irgendwie witzig, aber, ja, kommt nicht so an die Rüstung ran, die die Felines damals hatten. Und, ja, dass man sich auch eine kleine Truppe zusammenbasteln kann, fand ich auch toll und dass man die trainieren lassen konnte im Zimmer. Dass man sagen konnte, du meditierst jetzt, dann sind die doch so rumgeflogen. Und ich glaube, Kurupeko ist ein alter Romantiker und will immer an den Strand. Es will romantisch an der See sterben. Erfüllen wir ihm diesen Wunsch? Gehen wir diesem kleinen Kurupeko-Äuglein nach? Er ruft nur, guck mal, macht einen Balztanz. Nee, irgendwie schwingt's hin und her, weil es verwirrt ist. Oh, armes Ding. Mit wem will es sich balzen? Mit dir oder mit mir? Was ist das? Ich hoffe nicht mit mir. Schlechte Neuigkeiten, es ist ein Männchen. Da es so viel schreit, glaube ich eher, es ist kein Männchen. Ja, du meinst mit jedem Picker, den es da macht, macht es oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott und haut hysterisch wie eine kleine Diva. Ja, wahrscheinlich wird das so sein. Guck mal, wie es hier, das finde ich übrigens auch, haben sie irgendwie komisch gemacht. So zum Teil komisch gemacht. Wenn die Monster halt keine Ausdauer mehr haben, hängen sie doch so komisch rum, so mit dem Kopf. Ich habe keine Schallbombe mehr, oder? Nee, ich kann es jetzt nicht aufhalten. Oh, das war gekonnt. Auf jeden Fall, wenn die so ausdauermäßig rumhängen, sieht das für mich immer so aus, als wenn die gerade voll verbuggt wären. Weil die wirklich nichts machen, lange Zeit. Und das bin ich halt nicht gewohnt. Dass die Monster eine kleine Auszeit haben. So, wie man sieht, aber Kurupeko hält ganz schön viel aus. Ich weiß zwar jetzt nicht, wie lange schon die Folge hier geht. Weil ich noch nicht nachgeschaut habe. Weil ich auch keinen Timer anhab. Brauch ja keinen. Aber an sich, ja, macht's schon eine gute Figur gegen zwei Jägerchen. Ja, gut. Und fliegt weg. Hier geht sich jetzt bestimmt was zu fressen suchen, da wir gesehen haben, dass es Hunger hat. Ja, das sowieso. Jetzt neun, da habe ich es auch eigentlich selten bekämpft. Ich glaube, beim letzten Kampf gegen Kurupeko ist es auch hierher geflogen. Da habe ich dasselbe gesagt, aber... Hier ruft's ja Ludrotz, ne? Ja, ich glaube, aber bis jetzt haben wir es ja gut überstanden, dass noch nichts gekommen ist.
Ja, wir konnten es ja immer noch rechtzeitig beim Gebrüll aufhalten, aber ich habe keine Bomben mehr, keine Schallbomben. Das hat sie gerade gemacht. Ach, das ist den Kopf in den Schnabel zerlegt. Toll. Du hättest ihm auch sagen können, dass er den Schnabel halten soll. Muss ja nicht gleich draufhauen. Oh jetzt Gott. Jetzt sind wir betäubt. Ja, so liebe Leute und so, ne, macht man mit stumpfen Waffen. Das Jagdhund zählt ja zu den Arten der Stumpfschadenswaffen und so. Und so macht man halt eine Betäubung, indem man nur auf den Kopf haut mit diesen Waffen. Und wie auch schon mehrmals erwähnt, gibt es natürlich auch Monster. Ich glaube sogar Kuropeko sei es davon. Wo der Hauptschaden der Stumpfwaffe am Kopf liegt, was wiederum den Schaden auch erstens gut verteilt und zweitens diese Betäubung schneller verursacht. Und ich habe eine Nachricht gekriegt. Ich habe ein Briefsymbol, wie du da oben siehst. Kurznachricht. Und er meint, nein, ich komme nicht rein. Nee, ich komme nicht rein. Ja, warum nicht? Wir machen doch schnell Kuropeko und dann... Ja, und dann antworte ich mal. Irgendwie scheint es einen Fehler zu geben. Ich werde nochmal den Raum dann wechseln. Das ist nur strange. Also jemand ist jetzt wieder auf jeden Fall da. Also scheint es wohl doch an dir gelegen zu haben. Ich habe es irgendwie falsch gemacht. Oder er kommt nicht rein, weil wir auf Quests sind. Ich weiß nicht, wie das in diesem Monster Hunter ist. Weil hier gibt es ja jetzt ja auch, wie man gesehen hat... Oder wie ihr wahrscheinlich wisst, ich habe es ja gar nicht gezeigt, aber hier gibt es gar keine große Stadt. Man öffnet sofort einen Raum und kann bestimmen, wie viele Spieler da rein sollen. Maximal können halt nur 4. Und dann ist der Raum automatisch da. Und ich weiß halt nicht, wie das aussieht mit dem Raum, wenn man gerade auf Quest ist. Ob der automatisch geschlossen wird oder... keine Ahnung, müssen wir gleich mal gucken. Ist ein bisschen doof. Ich habe halt bei Monster Hunter 3... Let's Play auch online damals schon, Hab ich eigentlich vorhin gesagt, wir machen schnell Kuropeko. Ja. Das war ja mal... Nix. Nee, auf jeden Fall, ging das irgendwie bei Monster Hunter 3 besser, weil ich da auch schon wusste, wie das ganze Online-System funktioniert. Ja, danke. Ich höre ja schon auf zu reden. Laber nicht und kämpf! Okay. Ihr habt's gehört, Leute, Oh, es hinkt schon. Es hat eben schon in 9 gehumpelt. Ach so, ja, ist ja gut, Mensch. Die Frau hat's natürlich wieder gleich als erstes gesehen. Und es ist nicht mehr markiert. Ja, aber es fliegt, glaube ich, nach... Ja, jetzt 6. Komm. 8? Also ich vermute 7. In diesem düsteren Räumchen? Ja, in diese Höhle, weil es da nochmal abhinkt und dann geht's nach 8. Da macht's nochmal so richtige Hinke-Party, weißt du? Ah ja. So, aber da es ja eh gleich besiegt ist, können wir uns ja mal freuen, dass wir, ja, Besuch auch mal von außerhalb kriegen. Ja. Das, wird ein schönes Thumbnail. Glückwunsch. Das ist ein tolles, einen tollen Tod hingekriegt, dass wir... Mit wunderschönen rosanen Haaren. Ja. Ja, sie besitzt auch in echt rosane Haare. Und nochmal ein kleiner Fun-Fact oder eine kleine Zwischeninformation für euch. Diese Person hier, die Ki, ist auch die Macherin der schönen Monster-Grafiken, die man extra machen musste. Die ich ja extra so als Vorlage erstellen musste, wie zum Beispiel bei Azuras, die es nicht gibt. Auf der Wiki-Seite und sie hat die Monster-Symbole erstellt mit Feuerelement, Eiselement. Das stammt von ihrem Händchen. Ja, danke. Tja, bitte alle jetzt eine Spam-Mail an sie schreiben. Ja. An key@key.key. Ich habe meine eigene Domain. Ja, mit eigener Endung. Ja, ich habe das Internet neu erfunden. Ja, ihr müsst jetzt anstatt www immer key.key.key. Eingeben. Ja. Ab morgen gültig. So, damit hätten wir das auch geschafft. War eigentlich, ja, ganz annehmbar. Immer noch muss ich mich dran gewöhnen, dass Kuropeko-Teile grün aussehen. Und wer sich jetzt gewundert hat oder das vielleicht das Hintergeräusch gehört hat, das war aus Keys Gamepad. Ich weiß nicht, ob man es hört hier in der Aufnahme. Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ich würde jetzt von meinem Ton her sagen, ja. Aber ich würde auch sagen, man kann dich hören über mein Mikro.
Aber was ja egal ist, wenn es synchronisiert ist, ist es gleich. Es kann ein kleines Echo dann geben, vielleicht in der Aufnahme später. Hat vielleicht einen ganz lustigen Effekt. Ja, aber ansonsten. Dann hol mal den Freund dazu. Ja, ich frag ihn mal, ob er nochmal probieren kann. Auf jeden Fall hast du dran gedacht, auch nochmal zu betonen, dass alles groß geschrieben werden muss. Ach ja, stimmt. Alles, also MHLP muss groß geschrieben werden. Jetzt schreibe ich ihm mal kurz. Wir sollen mal nochmal probieren. Es dauert kurz ein bisschen, weil ich muss jetzt hier mit dem Gamepad schreiben, ne? Ich hoffe, ihr könnt mir das mal ganz kurz nachsehen. Stimmt, aber das mit dem MHLP groß geschrieben, ich weiß nicht, ob das so wirklich hervorging. Zack, zack, ich schreibe ihm das mal kurz und dann rede ich weiter. So, das habe ich ihm jetzt gesendet. Wie ihr seht, hier ist die Nachricht. Und abschicken. Nachricht versendet. Nein, ich komme nicht rein. Ansonsten muss ich das alles wechseln, was aber doof ist. Dann müsste ich das nämlich nochmal überall ankündigen. Und ich weiß nicht, ob die Aufnahme dann automatisch abschmiert, wenn ich irgendwelche anderen Tabs öffne. Weil ich hatte das ja schon so oft, dass die Aufnahme an sich automatisch abgebrochen hat. Obwohl ich nichts gemacht habe. Okay, er schreibt gleich zurück. Achso, ja, das kann natürlich auch sein. Dieses Firewall-Problem, was es dort damals auch gab. Hm. Kann sein, dass es das jetzt hier auch wieder gibt. Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Okay, dann müssen wir das nochmal irgendwie gucken, weil wir können diese Firewall ja umgehen, da gibt es ja so einen Trick. Das ist natürlich doof, dass das jetzt wieder ja so gemacht wird. Daran habe ich nicht gedacht. Da müsste man mal gucken, dass wir das vielleicht in der nächsten Aufnahme. Ansonsten, ja, wir können auch nicht fragen, ob er eine Stadt aufmacht, weil dann wissen die anderen wieder nicht Bescheid. Ja, wir müssen gerade mal das Problemchen klären hier. Tja, da haben sie immer noch nicht behoben, ne? Die Horsties. Ja, es ist doof mit dieser Firewall. Ja, in Zukunft, ne? Ich will hier keine Schleichwerbung machen oder sonstiges, aber nicht von Vodafone. Nicht von Vodafone Internet holen. Ich kann ja sonst immer so probieren, das mache ich mal gleich. An sich die Firewall, während wir hier gerade spielen, umgehen, weil ich glaube, wenn man die Einstellung einstellt, dürfte sich das Internet nicht neu rebooten. Ich probiere es einfach mal gleich. Das dürfte dann ja hinhauen. So, erstmal schreibe ich ihm, dass es hier wohl an der Firewall liegt. Und probiere das einfach jetzt mal nebenbei. Und die Key kann euch ja währenddessen kurz unterhalten. Ich kann immer noch mitreden. Ich muss hier bloß nebenbei an den Rechner rüberrutschen. Das ist ja eine lustige Online-Aufnahme hier wieder. Indem wir Monster Hunter gar nicht spielen, sondern einfach nur irgendwelche Fehler beheben müssen. Jiha. Ja, unterhalten. Aber die Fehler gab es ja schon damals und deswegen haben wir eine ganze Zeit damals nicht Monster Hunter gespielt. Ich weiß gar nicht, wie es damals behoben wurde. Behoben haben wir es damals mit einem Trick, der im Internet stand. Ja, nein, aber ich meine an sich, wir sind ja dann umgezogen und da haben wir ja trotzdem noch denselben Anbieter. Daher weiß ich gerade gar nicht, wie wir also das hingekriegt haben, dass es dann online funktioniert hat. Oh. Sie haben Post, junger Mann. Ich habe auch keine Ahnung. Ich habe Post gekriegt. Ja, du hast Post. Ja, ich mache gerade hier... Daten werden gespeichert, sagt er. Ich habe gerade mal geguckt, ob unsere beiden... So, wir dürfen noch im Internet sein, ne? Ja. Okay, super, dann... Ich esse mal so lange was. Meine Aufnahme läuft noch, das ist super. Ich frage ihn, ob er es nochmal probieren will. Nee, jetzt sind wir doch getrennt. Jetzt muss er doch neu starten, den ganzen Router-Krams. Dann werde ich... Also,
Dann werde ich nochmal rausgehen. Lalala, ich mach das schon. Ich werde den Raum nochmal gleich benennen und nochmal gleich überall reingehen. Ich hoffe, für euch jetzt da draußen ist es jetzt nicht so uninteressant. Ansonsten werde ich das rausschneiden, wenn es jetzt zu lange dauert. Netzwerkmodus, so sieht das Ganze aus. Kann man euch dann ja auch mal zeigen. So, wie lange geht denn schon meine Sprachaufnahme? Sehe ich auch nicht. Ah, hier, die Aufnahme geht schon eine halbe Stunde. Das heißt, es dürfte alles hier in eine Folge reinpassen. Hier, frei C nehmen wir immer. Für die, die hier mal zukünftig zugucken werden, Lobby 6. Und jetzt erstellen wir den Raum. Der Raum heißt dann immer... Ups. Ne, nicht immer heißt er. Das ist... Das wäre Quatsch gewesen. ABC. So, groß hier auch wieder, ne? Daran denken, großes M, kleines Atox. Hört sich jetzt komisch an, aber hier seht ihr ja dann, das Ziel ist immer alle. Und das, der Dings hier, na, wie heißt das, das Kommentar, habe ich genommen, Jagdzeit, weil das ist ja auch eine Jagdzeit hier für Spieler. Und das Dings. Ja, hier Kommentar ist das Dings, ab sofort. Und ganz groß geschrieben, wie schon auch erwähnt, MHLP. Und hier habe ich auf sichtbar gestellt, damit ihr auch mitmachen könnt. Ich gehe jetzt zur Taverne. Und wir probieren es nochmal aus. Ob's funktioniert. So, dann gucken wir mal hier im Chat im Kurznachrichtenverlauf. So, er hat jetzt eine Stadt gemacht. Ich schreibe ihm aber, dass er lieber... Ein Fehler ist aufgetreten. Komischerweise kann ich dir nicht joinen. Okay. Dann gehst du einfach sonst zu ihm. Dann machen wir das beim nächsten Mal einfach wieder so, dass du die Stadt öffnest. Wir können ja jetzt versuchen... Also du joinst ihm, ich komme dann zu dir gesprungen. Aber du hast Online-Dings, ne? Ja, du bist ja online, sonst könntest du ja auch nicht rumtesten. Das ist ja merkwürdig. Was ist denn das für ein Dreck? Also, ne, wie die Key schon sagte vorhin, der Anbieter, den sie erwähnt hat, einfach nicht mehr nehmen. Also zumindest nicht, wenn man vorhat, viel online zu spielen. Denn das bringt nur große Komplikationen, wie wahrscheinlich jetzt schon bemerkt, wieder mal. Ja, ansonsten müssen wir jetzt halt wirklich so machen. Für die anderen tut's mir leid. Ich werde jetzt gleich den Rathallo-LP schreiben, dass er in eine Stadt aufmachen soll. Hat er. Wir versuchen da. Nee, ich habe gefragt, ob er zu mir kommen kann. Dann hat er geschrieben, jo. Oder Kay. So, mach du sonst mal eine auf. Irgendeine random Stadt. Ich? Eine random Stadt? Wir sind vom selben Anbieter. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ja, okay, gut. Es funktioniert halt höchstens, dass wir ihm joinen können. Versprechen kann ich nichts. Du bist in frei. Ah. Scheinbar funktioniert das nicht. Das ist natürlich ärgerlich. Ich weiß, dass ich ihn frei habe. Ich wollte nur springen. Geht immer noch nicht. Okay, das ist merkwürdig, weil ich habe bei der Firewall eingestellt, dass die beiden Konsolen eigentlich da deaktivieren soll. Aber vielleicht braucht der Router ein Reset. Aber schreib ihm einfach, er macht eine Stadt auf. Wir kommen gleich mal zu ihm, mal gucken, ob das funktioniert. Ja. Ansonsten kann ich nur vorschlagen, dass das einmal hier unterbrechen dann und alles soweit einstellen und dann nochmal von vorne beginnen. Genau. Ich würde jetzt auch sagen, da das ja eh schon eine halbe Stunde geht, verabschieden uns kurz und machen dann gleich weiter. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.